die Frau Jamie beim Umwelttraining mit einer jungen Kuh in der Hauptrolle. Haben wir eben gerade gesehen. Ist gut, Jamie. Komm, wir gehen da mal ein Stück zurück, gell? Wenn das hier unangenehm ist, kommst du mal hier hin. Kannst du immer noch gucken, wenn du magst. Ja, das ist interessant, das sagt die kleine Kuh auch. Und die Jamie sagt es auch. Die steht jetzt hinter mir und guckt von da. Die Kuh war nämlich sehr interessiert an die Jamie. Erst war nämlich alles in Ordnung, bis die kleine Kuh dann meinte, oh, ich komme mal zu dir. Dann musste man ein bisschen unsicher werden. Nun, jetzt gucken wir wieder, ist alles toll. Und gehen wir gleich in Ruhe daran vorbei. Ich mache quasi gar nichts, außer ihr so ein bisschen Sicherheit geben. Wir wollen. Ja, ein bisschen gucken will man trotzdem. Super, prima. Jetzt hat sich die Jamie hingesetzt. Genau. Das ist gut, gell? Da unten läuft auch noch eine. Ja, dann komm, dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Na. Ein Stück kann sie da gucken, aber da ist ein Elektrozaun, da muss man mal aufpassen. Komm, wir gehen mal weiter. So, bevor die hier wieder anfängt rumzubellen. Man muss auch so ein bisschen aufpassen mit so einer Kuhherde. Vor allen Dingen, wenn da Kleine bei sind. Da ist der Bulle, der liegt ja ganz relaxed. Ich glaube, der hat da keine Probleme gerade mit. Man muss immer die Erde mal gut im Blick haben. Sicherlich hier ist Strom drauf. Aber manchmal kann man sich da auch nicht drauf verlassen, gell? Ich habe das jetzt auch nicht getestet. Ob da tatsächlich Strom drauf ist. Und eventuell macht das nur ein bis zwei Kühen was aus. Da kommt der kleine Mini angeflitzt. Das hat sie jetzt auch gesehen, glaube ich, aus dem Augenwinkel. Ja. Na gut, wenn es weitergeht, dann gehen wir jetzt auch weiter.